kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim Halleschen FC. Carsten Baumann, wie immer, an meiner Seite. Hallo auch Ihnen, Herr Baumann. Ich kann Ihnen die Information mit auf den Weg geben, dass 1.100 Hansa-Fans die Mannschaft unterstützen werden. Das heißt, der Gäste-Fanblock wird voll sein. Die Unterstützung wird groß sein. Und Herr Baumann, wir haben vorher kurz gesprochen, bis auf die beiden Langzeitverletzten, Alexander Stevanovic und Sebastian Pelzer, stehen alle Mann zur Verfügung. Deswegen, langer Rede, kurzer Sinn. Ich bitte um eure Fragen an den Trainer. Wer möchte denn? Olli Schubert, bitte. Das heißt, Sie können auch mit Sherdin Rajabalifadi erstmals planen, theoretisch? Theoretisch schon, aber praktisch natürlich noch nicht. Also der Sherdin, der muss sicherlich noch ein paar Tage trainieren, um wirklich einsatzfähig zu sein. Aber es ist schön, dass er wieder dabei ist, dass man ihn auf dem Platz jetzt wieder sieht und dass er mitmischen kann. Und ich bin mir sicher, dass es von Tag zu Tag, von Woche zu Woche besser werden wird. Aber einsatzfähig, das ist richtig, ist er nicht. Aber der Herr Kubica hat ja auch über die verletzten Spieler gesprochen. Zumal Sie auch, denke ich mal, gar keinen Grund hätten, in der Viererabwehrkette jetzt grundlegend was zu ändern, oder? Haben Sie da Gedankenspiele? Nein, ich glaube, dass die Mannschaft insgesamt gut aufgetreten ist in den letzten Spielen. Jetzt im letzten Spiel zu Hause gegen Mainz, was sicherlich von der mentalen Belastung sicherlich sehr hoch war. Und indem wir jetzt nicht unser bestes Spiel gemacht haben, war sie trotzdem erfolgreich und siegreich. Und deshalb haben die Spieler, die gespielt haben, sicherlich einen kleinen Vorsprung vor den anderen, die von hinten nachdrücken. Jan? Ich habe eine Nachfrage zu Sherdin Rajabalifadi. Planen Sie den denn jetzt erstmal vielleicht in der zweiten stehen zu lassen? Wir werden mit ihm sprechen, wie es am besten ist, um ihn wieder ranzuführen. Und da gehören sicherlich auch Spiele in der zweiten dazu. Das werden wir mit ihm absprechen, ob er sich wohl dabei fühlt. Und es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln. Wie sieht es bei dem Joe Alex Iken aus, jetzt nach dem nächsten Tag? Er ist wieder schmerzfrei gewesen. Er hat ganz normal mittrainieren können, alle Inhalte mitmachen können. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass er zumindest auch einsatzfähig ist, ja. Ekels. Das Spiel in Halle wird nahezu ausverkauft sein. Ich glaube, über 10.000 Karten wurden schon verkauft. Was erwarten Sie für eine Atmosphäre dort? Wird sicherlich etwas hitziger als beispielsweise ein Spiel in Groß-Asbach werden. Ja, ich glaube auch, dass es erstmal ein sehr kampfbetontes Spiel werden wird. Zwei Mannschaften, die sich erstmal nicht schenken werden. Und ich glaube auch, dass beide Fanlager Vollgas geben. Und das ist natürlich schön für uns, dass so viele Fans uns wieder begleiten und uns unterstützen. Aber ich weiß natürlich auch, dass die Hallenser, dass die Fans auch sehr lautstark sein können und dass es da zeitweise sehr hitzig zugehen kann. Aber ich glaube, das sind doch die Spiele, die am meisten Spaß machen, wenn es Emotionen pur gibt und wenn dabei alles im Rahmen bleibt. Olli, dann Jan. Halle, ich glaube, die zweitschlechteste Heimmannschaft nach Groß-Asbach. Kann das in die Karten spielen? Ich glaube, die haben nur ein Spiel zu Hause bislang in dieser Saison gewonnen. Ja, aber darüber machen wir uns jetzt gar keine Gedanken. Also jedes Spiel fängt wieder bei Null an und jedes Spiel ist neu. Und wie oft sie jetzt zu Hause gewonnen haben oder nicht, das interessiert uns nicht. Wir haben sie natürlich beobachtet und es ist eine laufstarke, kampfstarke Truppe, die sehr diszipliniert ist und die man erstmal schlagen muss. Und das wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit für uns. Schälen Sie ein bisschen darauf, dass wenn Sie mit Ihrer Mannschaft dort gewinnen sollten, Sie Halle sogar noch ein Stückchen weit wieder mit runterrutschen lassen? Oder ist es keine Mannschaft für Sie, die da nochmal ganz unten mit reinrutschen könnte? Also, habe ich glaube ich auch schon oft genug gesagt, wir gucken auf uns, auf unsere Spiele, auf unsere Leistung, auf unsere Punktzahl. Und wer da jetzt noch mit reinrutschen könnte, wer von unten vielleicht noch mit hochkommt, das interessiert uns nicht, weil ich glaube, wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen, dann werden wir es aus eigener Kraft schaffen. Ja. Geht vom Prinzip in dieselbe Richtung. Also, dass Sie so einen Kreis von Abschiedskandidaten haben, das haben Sie gar nicht. Ne? Ich kümmere mich nicht um andere Mannschaften, nur um den nächsten Gegner. Und
Ich glaube, wir tun noch wirklich gut daran, nicht jeden Tag auf die Tabelle zu gucken, sondern uns auf unsere Leistung zu konzentrieren, und das ist das Wichtigste. Jan? Jetzt muss man nicht jeden Tag auf die Tabelle gucken. Bis die vergangene Woche haben wir gesagt, gar nicht auf die Tabelle gucken. Wenn man über den Strich steht, ist es immer noch ein bisschen angenehmer. Es ist sicherlich von der Grundstimmung her rund um den Verein ist es sicherlich positiver geworden, und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass man jetzt mal über dem Strich steht, ja. Gibt es noch Fragen? Ja, kein Bezug auf die Heimschwäche von Halle. Haben Sie da auch bestimmte Erkenntnisse so gewinnen können, warum das so ist? Oder sind Sie zu irgendwelchen Erkenntnissen gelangt auch, dass die Mannschaft zu Hause eigentlich nie so richtig ihre Können abrufen konnte, dafür auswärts unheimlich stark aufgetreten ist? Sie haben auch in Bielefeld gewonnen. Ich glaube ganz einfach, dass es kein typisches Halle-Problem ist, sondern dass manche Mannschaften sich einfach leichter tun, wenn sie auswärts spielen, wenn sie nicht das Spiel machen müssen, wenn sie aus einer geordneten Defensive spielen können, und das ist natürlich auch eine Stärke der vom Halleschen FC, und wir werden natürlich auch das versuchen. Wir werden auch versuchen, kompakt zu stehen, gut zu stehen und dann schnell nach vorne zu spielen. Also das ist, ich glaube, in der dritten Liga, nicht nur in der dritten Liga, in der heutigen Zeit immer schwieriger geworden, zu Hause das Spiel zu machen und zu Hause die Spiele zu gewinnen. Keine Frage offen geblieben. Alles beantwortet, wie es aussieht. Vielen Dank. Carsten Baumann, bis Sonnabend dann.